Also Spiegel. Also ich könnte jetzt nichts machen. Mirror stares down at you like a great dark eye. War da noch gerade die Option wegzugehen? Nee. The mirrors, you must surrender some part of yourself. Boah. But what? Stärke ist auf 6 runter. Ich habe 2 Stärke verloren. Flucht. Okay, das ist ein temporärer. Flugbrechen, ist das Thema wieder erledigt. Ha, und ich habe einen kritischen Erfolg. To your surprise, the false memory is accepted. It fades from your das mind as easily as it was conjured forth. A foreign sensation assails you. For a moment, you do not feel like yourself. A jumble of memories clamor for your attention. They range from ancient to new. But none are yours. Whatever power lurks deeper in the recesses of the mirror, has no interest in you. The dark mirror seems to turn dormant, its hunger sated. Hm. Also ich habe keine Ahnung, was ich gekriegt habe. Also Täuschung war ihm egal, wenn ich das richtig verstanden habe. Hast du denn jetzt was Vieles verloren? Gestohlene Vitalität. Ich habe nur zwei Stärke habe ich verloren. Bin verflucht. Gestohlene Vitalität. Hm. Also einmal Fluch. Oh, warte mal, einen Schrift drauf, den habe ich nicht. Ja. Sind die Stärke wieder da? Ja. Okay. Könnte man jetzt mit jedem machen. Was hast du denn bekommen? Also ich habe keinen neuen Zauber, ich habe keine neue Fähigkeit. Was das angeht, weiß ich nicht, ob ich jetzt was dazu gekriegt habe. Gott, ich habe so viele Fähigkeiten. Ich habe so viele wichtige Merkmale. Hüter des Schleiers, Glück der fernen Reiche. Keine Ahnung. Ich weiß auch nicht, ob das was bringt oder ob es klug ist, da irgendwas zu machen. Ach, guck mal, da ist auch noch eine Tür. Was ist denn hier? Da kann man auch noch hin. Was ich sagen wollte, ich weiß nicht, ob das was bringt, irgendwas da zu opfern oder so. Ja, du wirst wahrscheinlich irgendwas bekommen, oder? Oh. Ja. Give Yankee. Head removed. They tortured her for information, and then made sure the corpse couldn't help anyone else. So, hier ist ein toter Kisanki. Ach so, die haben. Okay. Die wollten verhindern, dass jemand mit Toten spricht. Ach so. Was gar keine so blöde Idee ist. Hier ist doch bestimmt noch irgendwas vergraben. Ich sehe da schon eine Schaufel. Dafür habe ich 800 XP gekriegt, dass ich hier hingeflogen bin. Ja, dafür, dass die Victoria de Vils oder Viconia de Vils tot ist. Aber leider ist die vernekrotisch. Ich kann nicht mit ihr reden. Ist nix. Okay. Dachte, hier wäre was zum Buddeln.
auf in die Waffenkammer. Mal gucken, ob es hier noch was Schönes gibt. Ich dachte, hier wäre noch irgendwas zum Buddeln. Okay. Dann nicht. War das bei dir? Mhm. Eine Barrikade. Eine Nachtorchidee. Warte mal, hattest du Schattenherz schon mal eine Nachtorchidee gegeben? Ja, hatte ich schon mal. Fand sie sehr schön. Da lebt noch wer. Hä? Nachtschatten? Okay. I need a quick word. Wer bist du? Shadowheart? I wasn't sure if I'd ever lay eyes on you again. It's me, Nocturne. Do you remember? Remind me? We trained together. We used to be close. I'm glad to see you're all right. I don't remember you. Oh. A pity. Perhaps we can talk some more later? That is, if you're not about to turn on me. It seems you no longer walk in the Dark Lady's shadow. Warte, wie schade, vielleicht können wir uns später unterhalten, wenn ihr euch nicht gegen mich wendet. Denn ich schon. Ja. Shah condemned me. By her decree, you and I are enemies. Only if you wish us to be. You may not remember, but we shared a lot together once. Good times. Hard times. I will not turn on you, even if it angers Lady Shah. That's good enough for me. I'm not sure what I expected coming back to this place. Certainly not a friend. There must be all sorts you can tell me. Things I can't even remember. There are. But with the Mother Superior gone, I don't know if I can stay here to reminisce. Perhaps there's another enclave out there for me. You don't need Shah. You don't, perhaps. Not everyone is as brave. I'll leave come tomorrow. Come see me before then. I was working as quartermaster. I can sell you some things to aid you. And we can catch up. Oder Sachen ankaufen, die wir übrig haben. Greetings. Do you seek to trade? As Shadowheart's friend, I'll extend the privilege to you. Naja, so viel hat die jetzt auch nicht. Hat den Gold? Ja, 1000. Ich meine, du hast doch bestimmt die Taschen voll. Wovon hab ich? Ich hab noch keinen einzigen gelootet, außer die eine. Oh, der Streitkolben hat automatisch Gift, okay. Stimmt, ich glaube, ich habe sie gar nicht geguckt, was sie hat, nachdem ich sie umgehauen habe. Er meuchelt. Konnte man sie nicht nochmal ansprechen oder so? Jetzt nicht mehr. Ja, ich meinte gerade. Ja, aber dann hast du doch gesehen, was dann passiert. Ja, ich dachte, da wird es vielleicht jetzt anders sein. Naja, wenn ich ihr meine Sachen andrehe, hat sie noch 490. Bei Trank der höchsten Heilung. Der Verbrennung. Schriftrolle Ottos unwiderstehlicher Tanz. Kostet auch 1000. Habe ich den Zauber schon mal? Kommt mir so bekannt vor. Mal gucken, ob Karl noch die ganze Hütte hier leer kriegt.
Ja, mach dir nicht so große Hoffnung. So viel Kohle hat die jetzt auch nicht dabei. Also das ist ja nicht der einzige Händler im Spiel hier. Ja, das nicht, aber wegen Laufen. La la la. Das passt jetzt so gut, ey. Gerade einfach so casual. La la la. Wenn sie hier die Waffenstände alle leert. Oh, schön. Alles, was nicht festgenagelt ist. Oh. Da geht noch mehr. Ich hab noch Platz. Ah, ich hab Kopfbedeckung. Ah, ich hab aus Versehen meinen Hut verkauft. Das ist super. Jetzt habe ich nichts dabei gewonnen. Liste mit 5 Eindringlingen in eleganter Handschrift verfasst. Was? Bei den Namen ist vermerkt, dass diese Gruppe sich als die fähigste erwiesen hat und die besten Chancen hat, das Artefakt zu erlangen. Dass aber jeder von ihnen durchaus verzichtbar ist. Karl, dann Dunkelwald, Führung. Budung Vriss, Nahkampf. Kurt Bleichwies, Schlossknacken. Drehner Buchtick, Sprachen. Schattenherz heilen. Be sure to get every... Oh, sie war die Heiler in der Gruppe. Oh, was denn hier noch? You've returned, and the most superior is gone. Ach, dicke, opulente Truhe. So much can change. Die fette Schloss davor hat. Remains to be seen. This place is all I've ever known. Ja, ja, doch, ist ein ziemlich fettes Schloss, 20. See what I've been missing. Mach ich gleich auch. But for now, old habits die hard. Oh, ich glaube, das hat nicht so viel Sinn. Aber wir können uns noch ein bisschen an unserer Jugend unterhalten. Well, you had a pet mouse for a while. It was against the rules, of course. You used to hide him under your robes and feed him from your rations. Hatte sie einen Namen? Nibbles. Nibble. I suggested Bree, but you were having none of it. She caught you with him. Forced you to get rid of him in front of everyone. To make an example. Na toll. You always loved animals. But you never let yourself get too close after that. I'm sorry. Not the sort of thing you want to hear, I'm sure. Habt ihr keine angenehme Erinnerung, die ihr mit mitteilen könnt? Well, you know that little scar on your elbow? Darüber wisst ihr Bescheid, sie ist kaum größer als eine Erbse. I was there when you picked that up. It was years ago when we were initiates. Some of the others were intent on tormenting us until you showed them the error of their ways. I think it was 6 against 2, and most of them were bigger than us to boot, but you saw them off, all of them. There were some bruised lips and black eyes in the mess hall that night, and from then on they left us alone. Or at least, they bothered us less. Und die Narbe? A collision between your elbow and the teeth of a girl called Buzzug. She came away from it worse than you. She was on the same mission as you. I suppose she won't be coming back. In any case, the Mother Superior soon broke up the fighting, though she didn't punish us. In fact, I saw her smiling. I think she was proud of you. Sonst noch was? Just small things, silly things. The sort you'd scarcely recall, even if your memories were left intact. You had a little hiding place that you went to when you needed to get away. You brought me there sometimes. We'd talk, play, read, do each other's hair. Ich glaube, ich habe den Ort gefunden, hinter einem Lagerbereich. Ja, wobei. Na egal, machen wir das. You'd be the first. As quartermaster, I was able to keep it hidden back there, exactly as you left it. Das war wirklich ihr Raum. Die Macht zu Hinter wart ihr, was ihr gesagt habt, seid ihr für meine Haare verantwortlich? The plat and fringe? Yes, on your instructions, of course. You were very intent on a bold look, I think you said.
My hands were cramped by the time I finished, but you were very pleased. I like the new look as well, though. You always did like a dramatic touch. Tja. Verbrechen der Mondmaid von der Liga gegen den Mond. Okay, auch nicht schlecht. Weh allen, die sich auf Selune einlassen. Vier Wege kennt sie ein, hinters Mondlicht zu führen. Erstens, sie kann euch glauben lassen, euer Gemahl sei ein Werwolf, wenn er nur vergessen hat, sich zu rasieren. Zweitens, sie wandelt sich unaufhörlich. Was es langsamen Malern unmöglich macht, ihr Ebenbild einzufangen. Drittens, Gezeiten. Verflucht seien die Gezeiten. Viertens, die Leute verbinden den Mond immer wieder mit Weiblichkeit. Und offen gestanden sind wir es gründlich leid, immer wieder dieselben Gedichte zu lesen. Und darin ist nur diese Mondhexe Selune schuld. Schlüssel gefunden, ich weiß gar nicht, wofür der ist. Ein Leibkäse aus Tiefwasser. Okay, das ganze Silberbesteck, das lassen wir mal hier. Was? Dann nehme ich das gleich mit. So, da war sie. Verzeichnis. Oh. Githyanki, part of the Sharan's preparations to seize the astral prism at Earth. Okay, ihr Tagebuch will ich jetzt noch nicht klauen wollen, bis sie noch da ist. Die mysteriöse geöffnete Eisenflasche, die keinen Nutzen mehr hat. Ist immer noch 436 wert. Ja, dann ich glaube nicht, dass wir die noch gebrauchen können. Ja. Die kann sie gerne haben. Du hast jetzt aber alles geplündert, ne? Also alle geplündert. Ja. Ah ne, da fehlt noch eine. Einen hast du nicht geplündert. Oder die hatte irgendwas, was du nicht haben willst. Nee, die hast du tatsächlich vergessen. Ach, mal sehen, was die gleich oben sagen werden. Ach, das ganze gute Silber. Ist ja das Epelbesteck, das lässt sich hier unten, weißt du? Oh. Ach, guck mal. Schriftrolle brauche ich gar nicht kaufen, die Saat. Da ist er nochmal. Engelhafter Federhelm. Ja, ich habe die Sachen gerade verkauft. Ja, jetzt noch 8 Gold. Habe ich noch irgendwas, was 8 Gold kostet? Ah, nee, ich glaube nicht. Ah. Nee. Ganz knapp 21. Pfeile und ein Bronzekelch und ein bisschen Gold. Na dann.
Verbrechen der Mondmeid. Hattest du das gerade vorgelesen? Ich glaube, ja. Okay. Nein, ich will mich hier hinsetzen. Nein, bestanden. It'll hide, but remember it or not. I felt right at home there. Surrounded by books and night orchids. Das Kleine, was wir im Kloster gefunden haben. Es fühlt sich fast so an, als hätte ich ein Stück meiner Kindheit gefunden. Welches kleine Stück meinte der jetzt eigentlich? Wollt ihr dorthin gehen und etwas Zeit dabei? Don't tempt me. Might find it hard to leave. Well, can you imagine what it would have been like growing up in that place? Endless training, no privacy, facing scorn wherever I looked. Oh. I can very easily imagine I needed somewhere to escape to, if I was to survive. Nocturne and I must have come here a lot. We probably had plenty we wanted to hide from. Anyway, I think that little hideaway helped shape who I am, as much as any sermon or training did. Funny, the things that influence you. Was mit den Erinnerungen, die euch genommen wurden? Most are lost forever. Some may creep back into my mind if I encounter anything that helps clear the fog. Then there's what Shah did restore to me. Memories of pain. Suffering. Both my own and what I inflicted. It's overwhelming. Like a lifetime's worth of nightmares unleashed all at once upon waking. I can barely untangle one moment from another, not that I even want to. I just know that my heart sinks if I let my thoughts wander to them. Shah hat das nur aus reiner Bosheit getan? Shah seeks to break people. To fill their lives with despair so that they will turn to her for relief. Perhaps she thought this would lead me back to her in time. But it won't. I fought too hard to win my freedom. I will not give it up again, no matter how much it hurts. Der tote Beobachter im Hintergrund. Ja. Mit der Zeit werden sie blasser werden, das ist immer so. Perhaps. But in the meanwhile, I'll just have to find a way to live with them. Was ist mit uns? Erinnert ihr euch noch alles, was wir durchgemacht haben? Of course. From the first time I laid eyes on you right until now. That's all safe. I wouldn't surrender even a moment of it. Ich war nicht andere Dinge zu wählen. So. Hattest du hier die Schriftrolle auf dem Bett gelesen? Im Dienst der Nacht? Ja, einmal kurz draufgeklickt, aber nur nicht durchgelesen. Das hat, glaube ich, mit Schattenherz Vergangenheit zu tun. Also, bevor sie zu Schal kam. Ja, es war das Problem jetzt, dass ich jetzt nicht die, weil sie immer was gesagt hat, unterbrechen wollte. Tiefwasser ist Jahre her. Suldan Nessala ist Jahre her. Endlich ist die Fährte so kalt, dass ich Herrn Schahs heiliges Werk fortsetzen kann. Es stimmt, Geheimhaltung ist der größte Schild überhaupt. Doch die Opfer, die für diesen Neuanfang erbracht werden mussten, waren gewaltig. Wehe, es hat sich nicht gelohnt. Baldurs Tor. Eigenartig, wieder hier zu sein. So vertraut, und doch kann ich nicht am Leben der Stadt teilnehmen. Ich bin wie ein lebendiger Geist. Ich beobachte aus dem Verborgenen heraus. Die Zeit ist wie ein Herbststurm vorbeigerauscht. Herrin Schars Kirche in Baldurs Tor wächst unter meiner Führung stetig. Und ich, und im Geheimen. Ich habe sie Kloster der düsteren Umarmung genannt. Denn die Umarmung der Nachtsängerin ist das Ziel, nach dem wir uns alle sehen.
Eines Tages könnte diese Kirche sogar meine Schöpfung in Tiefwasser übertreffen. Doch bis dahin stehe ich ihr womöglich nicht mehr vor. Herrn Schar sagt, dass es noch jemanden gibt. Jemand, den ich aus schändlicher selunitischer Herkunft reißen und zum Streiter der Dunkelheit formen muss. Ein verwegener Plan, in der mich alles kosten könnte. Ich muss entschlossen bleiben. Ich muss dieses Kind finden für Herrin Schar. Meine Spione haben mir Bericht erstattet. Das Kind wurde gefunden. Ein Mädchen mit pechschwarzen Haaren. Sie wird bald erwachsen sein. Dann ist sie für immer an die Mondschlampe verloren. Mondschlampe? Unser Plan... Ja, steht da. Okay. Mondschlampe. Doch unser Plan ist im Gange. Unter dem Mantel der Dunkelheit wird das Mädchen bald unser sein. Kannst du mal sehen, die soll, eigentlich hat sie schon immer ihr gedient. Also war sie eigentlich immer darauf bestimmt, halt eher zum Mond zu gehören. Ja. Sie wurde von unter Selunes Obhut geboren. What do you seek? Hast du die Orchidee jetzt eigentlich noch? Orchideen habe ich, ja. Na, das kannst du mir ja trotzdem mal geben. Vielleicht sagt sie ja gleich was noch dazu. Also, dass ich ihr noch eine gebe, meine ich. Kannst du meinetwegen auch machen. Ich bin bei ihr, glaube ich, voll. Be sure to get What's next, I die Sachen ans Lager. Ja, ich kann ihr nichts... Also, ihr schenken bringt mir nichts. Schilde wiegen auch immer gleich. Okay, ich habe jetzt allerdings kein Schildstack mehr, aber das ist nicht so wild. Ja, dann kannst du ja mal versuchen, ob du ihr die noch geben kannst. Noch eine? Wo ist sie bei? Hä? Da. Ja, ich rede mal. Did you want something? If not, I'm perfectly happy to just gaze upon you a while. Of course. Nee, ich glaube nicht. Fine. What's on your mind? Nee, muss ich jetzt auch nicht an. Nee, kann ich nicht. Ding ist Elixier der arkanen Kultivierung. Überlegen, das Elixier der arkanen Kultivierung? Ja. Brauche ich denn für Bluetooth? Wokzahn, oh gut. Hast du mehr Orchideen da gefunden? Ja, ich hatte noch ein paar. Ganz so. Lustig, wie die Animation immer noch die alle tot fallen lässt. Heiltrank mächtig. Heiltrank überlegen. Trank der Geschwindigkeit. Oh ja, den mache ich immer gerne. Ich geh mal langsam raus, ne? Oh, ich möchte, wenn die oben sind, die sind gar nicht happy darüber, wenn die überhaupt noch da oben sind. Einzig, was ich noch überlege, ob das noch was bringt, wenn Schattenherzenspiegel mal antitschen würde, ob da was anderes kommt. Hm. Direkt Spiegel frisst sie auf. Noch mehr Erinnerung von Schattenherz. Totale Amnesie, Bob. Ja. Ja, die sind feindlich. Mach die auf den Kampf bereit. Hey Leute, wie geht's euch? Alles gut bei euch? Ach, schön, dass ihr hier seid.
Ja, wir haben gerade eure Oberhäuptin Denka ausgemacht. Willst du, dass du aus der Tür kommst? Eine Schützenhülle umgibt dich und alle auf dich abgefeuerten Projektile werden auf den jeweiligen Schützen umgekehrt. Oh, krass, ist ja krass. Schützendes Band. Beschützt einen Verbündeten, erhält resistent gegen alle Schadensarten und einen Bonus von +1 auf seine Rüstungsklasse. Sowie auf seine Rettungswürfe, wann immer der Verbündete Schaden erleidet, erleidest du Schaden an derselben Höhe. Hm. Okay, das ist ein Gewinn und halt ein Verlust. Nee. Ja, dann mach ich's halt so. Erstmal hier raus. Ah, wir müssen aber die draußen auch nochmal anlocken. Ach, du bleibst hier. Ach verdammt, warum habe ich nicht Fliegen benutzt, ey Mann? Na, ich weiß auch nicht. Ich vergesse es auch ständig. So, dann haben wir Schattenherz jetzt endlich hinter uns. Na ja gut, was heißt endlich? Tja, das war schlecht für sie. Nee. Ach, die kommt schon zu uns. Oh, das ist ja gut. Man kann jetzt auch warten. Trauerschlüssel. Ach ja, ich kann zwar keine Aktion mehr benutzen, aber ich kann plündern. Und ich bin überladen. Trauerschlüssel, Schlüssel zur Schatulle. Und jede Menge Bücher. Ja, wirklich eine Menge Bücher. Die Bücher möchte ich jetzt aber nicht mehr nehmen. Und warum bin ich überladen? Schatten jetzt, nimm mal was zu meiner Last. Defensiver Durlan. Nice. Ach, du machst das schon. Ich laufe jetzt einfach mal hier. Schön, dass ich nicht mehr ganz so hilflos bin im Nahkampf. Dafür ist die Schatulle da. Was war denn da drin? Bosheit und Elixier der
Bosheit und Elixier der Bosheit, okay. Trank und Elixier der Bosheit. Oh. Das passt. Aus der Feder der Mutter Oberin. Die heiligen Hallen der Herrin Schar müssen um jeden Preis verteidigt werden. Vergewissert euch, dass allen, die zu Wach- oder sonstigen Diensten im Haus der Trauer eingeteilt werden, das korrekte Protokoll bekannt ist. Erstens, Geheimhaltung ist unsere erste und beste Verteidigung. Das Haus der Trauer ist nicht nur eine Fassade, es ist ein Schild. Verteidigt es, als hinge euer Leben davon ab. Dann, denn das tut es. Die geheime Passage nach unten muss versiegelt bleiben, bis mit meiner Autorisierung andere Anweisungen erfolgen. Drittens, sollten Feinde in die unteren Stockwerke eindringen, so ist die Haupthalle vor der Kammer des Verlusts unser letztes Bollwerk. Viertens, im größten Notfall muss alles zerstört werden, was den Feinden unserer Herren Schar nützen könnte. Ihre Geheimnisse müssen beschützt werden. Fünftens, niemand darf sich erlauben, in Gefangenschaft zu geraten. Nehmt Gift, schützt euch, stürzt euch in eure Klinge, verschluckt eure Zunge, verratet niemals die dunkle Herrin. Boah, ganz oder gar nicht. Oh, ja, jetzt weiß ich, was du meinst. Viele Bücher.